denn jetzt passiert? Ah, fuck, was sieht denn jetzt für eine geile Scheiße? Oh je. Ah, was ist denn jetzt hier los? Hilfe! Alter, was geht hier ab? Warte mal, Jungs. Ich entferne mal kurz mein Video-Ding hier. Irgendwas spinnt hier komplett rum. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir da langsam in die Region, wo es mir gefällt. Huch. Ich brauche jetzt diesen halben Blick hier drauf. Ja, übernehmen das mal bitte so. Genauso übernimmst das bitte. Okay, okay. Ja, ist schon ein bisschen besser. Führe ich? Ja! Was zur Hölle? Egal. Szene lebt noch. Anton Girassi! Seru Girassi! Geil, Mann! Da ist er wieder! Willkommen zurück, Seru! Willkommen zurück! Und er klopft aufs Wappen, der Mann! Er klopft aufs Wappen! Geile Sau! Geile Sau, Mann! Gerade fertig geworden, hier so ein bisschen Kamera einzustellen. Immer noch nicht perfekt, aber ist ein anderes Thema. Das erste muss schon drin sein. Da kommt die Flanke rein, rollt der Ball random 2 Meter vom Tor rum. Keiner kriegt ihn reingestichelt. Dann kommt der zweite Ball nochmal. Das war die erste Situation. Anton kriegt sich geklärt. Undav bleibt dran. Wow, da könnte Anton natürlich im Abseits gewesen sein. Der kriegt den Ball, verlängert ihn weiter auf Girassi. Der köpft ihn rein. Boah, das war knapp. Das war beides extrem knapp. Das war beides extrem knapp. Ich tippe stark darauf, dass das noch überprüft wird. Ich tippe stark darauf, dass das noch überprüft wird. Ja, zählt. Wichtig, es zählt. Der Treffer zählt, kein Abseits. Das sah echt knapp aus in manchen Wiederholungen, aber der Treffer zählt. Seru Girassi ist zurück. Ist das herrlich. Was ist das? Sesotho 18 jetzt? Absolut ist so eine Maschine. So eine Maschine, Junge. Da sind wir, Junge. Er ist zurück. Ach du Scheiße. Freie Schussbahn. 1-1. Was geht denn hier ab auf einmal? Auf die größte Slapstick-Art und Weise, wie man sich es nur vorstellen kann. Oh. Das kann aber sehr gut Hand gewesen sein. Der eine Darmstadt fällt und legt den abgeblockten Ball damit perfekt vor. Anton haut natürlich dumm weg, ne? Freie Schussbahn für ihn, schöner Treffer, schöner Schuss, 1-1. Aber die Gefahr für Darmstadt ist groß, dass das eine vielleicht Hand war. Schauen wir mal an hier. Natürlich, das ist Arm. Das ist der komplette Arm. Nee. Ja, war Hand. Zählt nicht, 0-1. Ist extrem unglücklich für Darmstadt, logischerweise. Aber ein absolut zu Recht abgepfiffenes Tor. Absolut zu Recht abgepfiffen, das Ding. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Oh, Luca Pfeiffer vor der Hütte. Boah, Bredlo, Junge. Wichtig. Wichtig, Bredlo. Hätte er fast geknipst. Luca Pfeiffer fast geknipst. Alter, fast Eigentor, Anton. Eckball Darmstadt. Holy shit. Holy shit. Kretscht das Ding da fast ins eigene Tor aus 16 Metern knapp. Darmstadt ist hier gut dabei. Gute Aktion nach vorne. Nix 100% klares. Bis auf das eine vom Pfeiffer gegen Bredlo. Aber Darmstadt spielt hier munter mit. Ne? Der VfB braucht, glaube ich, den Reset auch in der Halbzeitpause. 3,5 Minuten noch. Ja, tatsächlich. Wir battlen so ein bisschen ums Gegentor. Ne? Deswegen bitte in die Halbzeit gehen. Ich sag, in Darmstadt musst du halt einfach bestehen. Da musst du einfach entgegenhalten. Da musst du einfach irgendwie das Ding wuppen, irgendwie gewinnen. Nicht spektakulär, deswegen habe ich auch auf 0-2 getippt. Das Ding irgendwie gewinnen. Gerade führst du, gerade gewinnst du das Ding. Von dem her ist das in Ordnung. Da schreit ein Darmstädter. Stenzel war dabei. Stenzel gelb-rot. Stenzel gelb-rot, zeig her. Er dreht sich in ihn rein. Ja. Also bei einem Pascal Stenzel kann ich zumindest mal sehr davon ausgehen, dass das nicht gewollt war. Also bei einem Pascal Stenzel gehe ich fest davon aus, dass das nicht gewollt war. Hab ehrlicherweise die erste Gelbe auch gar nicht groß mitbekommen tatsächlich. Ich habe die erste gar nicht mitbekommen, die erste Gelbe. Jetzt einfach gelb-rot.
Halbzeit ist eigentlich quasi schon rum, ne? Wann war das jetzt? 66. Minute. Halbzeit eigentlich schon vorbei, die erste Halbzeit. Auch mit den 20 Minuten Nachspielzeit ist die erste Halbzeit schon vorbei. Jetzt kriegt er da gelb-rot. Ist scheiße. Jetzt geht's in die zweite Halbzeit rein mit einem Mann weniger. Das wird eklig. Das wird brutal eklig. Jetzt kommt Top-Streamer. So lassen wir's. Ist geil. Schwupp. So, das muss ein bisschen weiter runter. Ja, ein bisschen kleiner. Das ist Top-Streamer. Genau das ist es. Das ist das, über das wir immer wieder reden. So ein 2-0 wäre schon sehr beruhigend. Das kann man schon ganz klar so sagen. Ein 2-0 wäre so dermaßen beruhigend. Jetzt wieder Darmstadt im Angriff. Melem. Just waren abgefälscht. Jesus, Alter. Ah, das war wieder vogelwild. Abschluss. Bredlo hat ihn, aber nicht sicher. Der Ball springt ihm von der Hand irgendwie weg. Nicht sicher gegriffen. Und da kommt fast Pfeiffer hin. Gibt Pfeiffer hin. Aber auch der Ball reicht nicht bis Richtung Torlinie zum Glück. Und jetzt bitte einfach das Ding irgendwie runterkriegen. Ne? Ist ja am Ende scheißegal, wie du in Darmstadt gewinnst. Ne? Ist ja immer eklig gegen so Teams unten drin, die kämpfen, die ackern, die beißen. Ist immer eklig. Da musst du einfach nur bestehen, einfach nur gewinnen, deine Punkte sammeln. Deswegen, klar, nicht das geilste Spiel von uns bisher. Aber wenn du am Ende mit 0-1 rausläufst, mit dem Sieg rausläufst, mit 3 Punkten rausläufst, redet da später in ein paar Wochen kein Mensch mehr drüber. Jong, Abschluss. Weit daneben. Aber immerhin mal ein Abschluss. Und auf dem Boden jetzt im 16er. Ist das ein Krampf? Was ist da? Oder vielleicht doch mehr als ein Krampf. Der Mann schreit richtig. Er bleibt einfach nur liegen. Ne? Da passiert gar nichts. Er hebt kein Bein, kein nichts. Und ich glaube, die spüren es dann selber auch am schnellsten. Natürlich, wenn da irgendwas aufgegangen ist wieder. Wir hoffen mal, da ist nichts Schlimmeres bei Undav. Oh, Jungs, bitte kontert noch irgendwie einmal zu einem 2-0. Es sieht danach gerade überhaupt nicht aus. Sieht danach aus, dass es irgendwie das 0-1 im besten Fall irgendwie nach Hause krampfst. Aber, boah. Ja, fast 200 Zuschauer hier am Start. Auch vielen Dank an jeden, der hier am Start ist. Ja, der Hut. Jong hat mal ein bisschen Platz. Abschluss. Pfosten. Da wäre es 2-0 gewesen aus dem Nichts. Pfosten. Jong, Pfosten. Aber immer ein gutes Gefühl, dass wir doch auch noch Chancen haben könnten vorne. Seidel jagt das Ding zum Glück drüber. Kommentator lobt Ito. Guter Mann. Macht er guter Kommentator. Weil das muss ich echt sagen. Heute ist ja einfach nur eine Leistung der Abwehr. Heute ist eine Leistung von Kampf. Heute ist wieder eine Leistung Kategorie Abstiegskampf. Karasor zieht das Foul, ist immer gut. Zieht das taktische Foul, gelb für den Darmstädter. Gibt Zeit, gibt einen Foul vorne, gibt Raumgewinn. Alles wichtig. Ja, jetzt haben wir unseren Freistoß. Stiller darf den schlagen. Stiller auf Modahut. Mit Mio. Abschluss, Pfosten, Nachschuss machen, rein jetzt! Ja! Das Ding ist durch! An der Stelle, bevor ich weiterjubel, es tut mir echt leid für Darmstadt, wir waren so oft in dieser Scheißsituation, dass halt bei Clubs, wo es läuft, dann auch so ein Ding noch fällt, das Spiel dann so zugemacht wird. Darmstadt hält sich hier einen Punkt auf jeden Fall verdient. Aber es ist so wichtig, Mann, das Spiel ist durch! 0-2, erstes Saisontor von Neuzugang Modahut. Nach einem geilen Fernschuss von Miyuda an Pfosten klatscht. Abpraller geht raus. Der abstaubt, eiskalt abstaubt. 2-0. Game over im Normalfall. Wir spielen auch gefühlt noch 15 Minuten Nachspielzeit. Oh, ist das wichtig. Gott, ist das wichtig. Modahut 2-0. Modahut 2-0. Und du hörst aus dem Auswärtsblock die pure Europapokal-Ekstase. Ist ja klar, dass das Lied es kommt, dass der Fangesang es kommt. Du hörst die komplette Ekstase. Der Hut freut sich auch, geiler Typ. Der ist komplett angekommen hier. Ich habe auch 2-0 getippt. Auch nochmal ein schöner Extra-Faktor dazu. 2-0 getippt auch. Oh, dankeschön. War das eine zähe Pille hier. War das zäh in Unterzahl. Und so weiter und so fort, war das zäh, unglaublich zäh. Ist das wichtig, Junge. Natürlich sind noch ein paar Minuten Nachspielzeit, kann immer noch irgendeine Scheiße passieren. Aber im Normalfall war es das. 2 Minuten Nachspielzeit, so rum. Oh, Modahut bekommt seinen Ball, bekommt sein Tor.
kommt unten dazu zu Girassi. Oh, wie geil, Junge. Die Bank singt mit, Mann. Die Bank singt mit. Und der Flebe, den Girassi, jubeln mit, feiern mit und singen offensichtlich den Fängnissang mit von uns, ne? Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Ist das absolute Weltklasse, ey. Dieses Team ist so da, Mann. Dieses Team ist so da, Junge. So wie ihr auf einmal 50 Zuschauer dazugekommen auf einmal. Oh, tut das scheiße gut, Mann. Tut das scheiße gut, Mann. Ja. Das ist der Anschluss von Darmstadt. Das ist super. 1-2. Seidel, bei dem die Bälle davor wirklich regelmäßig übers Tor gegangen sind, jagt das Ding rechts oben rein. Eiskalt. Richtig schönes Tor vom Darmstädter. Richtig schön. Damit ist die erste Sicherheit kaputt, weil es sind noch ein paar Minuten nachzuspielen. Gleichermaßen ist mein Tipp kaputt. Mein 0-2 Tipp. Auch super. Oh, muss das sein jetzt, dass der jetzt einmal so ein Ding reinjagt? Muss doch nicht, ey. Wirklich nicht. Was eine Scheiße. Oh Gott im Himmel, Alter. Jesus, ey. Wir gewinnen das Spiel in Darmstadt. 3,11 zu 2,27 Expected Goals. Es gibt weiterhin Stress mit Mio und den Leuten. Also das wurde echt ein richtig hitziges Spiel am Ende des Tages. Auch vom Trainerstab her und so weiter. Richtig hitzig. Emotional. Lange Nachspielzeiten. Ich schließe direkt mal das Spielfazit direkt hinten an. Weil ich es recht kurz machen kann. Kein besonders gutes Spiel von uns. Nicht. Es war kein überzeugendes Platz 18 gegen Platz 3 Spiel und man spielt sie spielerisch her oder whatever, ne? Was vielleicht manche erwartet haben, keine Ahnung, was man vielleicht erwarten konnte, wie auch immer. War klar, dass das ein richtig ekliges Spiel wird, ein richtig ekliger Kick wird. Geführt durch Girassi recht früh zum Glück. Dann Darmstadt richtig Druck gemacht nach der langen Spielunterbrechung, gut da gewesen. Auch schon vor der Halbzeit, rein von den Chancen oder von der Menge, hätten es vielleicht Ausgleich machen können. Generell hätte das hier gut unentschieden ausgehen können. An der Menge der Chancen, an der Menge der Versuche. Aber es war jetzt wenig hundertprozentiges dabei von Darmstadt. Das muss man zumindest sagen. Viel angelaufen, viel gemacht. Wirklich aller Ehren wert von Darmstadt also auf Platz 18. Wie gesagt, du hast ja auch im Jubel zum 2-0 von der Hut vorhin gesagt. Wir kennen das ja selber aus dem Abschiedskampf. Wenn du gegen Clubs spielst, wo es gerade gut läuft, du nah dran bist, dass hier auch von den Spielteilen, von den Expected Goals und so weiter gut unschien ausgehen kann, aber eben dann nicht das Spielglück hast, nicht das Quäntchen Glück hast auf deiner Seite, weil du eben da unten steckst. Das hat man oft genug, deswegen da auch so ein bisschen Mitgefühl mit Darmstadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben viel investiert, du kannst hier wieder, hat man auch schon oft genug, kannst hier nur so rausgehen und sagen, gut, erhobenen Hauptes, ne, top gespielt, einfach kein Glück gehabt heute. Am Ende, auch da kannst du das so formulieren, es ist wieder Kategorie Topspielsieg oder Spitzenmannschaftssieg, Kategorie Sieg, wo die Bayern sagen würden, es kommt aufs Ergebnis an und so Spiele musst du halt gewinnen und sowas. Das ist die Kategorie Sieg, die wir heute hier eingefahren haben und das zeigt auch nochmal ein weiteres Level von Reife, weiteres Level, wie etabliert wir uns haben mittlerweile, wie gestärkt wir uns haben, weil das kann man uns zugute heißen heute. Wir haben uns in alles reingeschmissen, ein Karasor, ein Ito, ein Mittelstädt, alle hinten drin, Anton, in alles reingeschmissen. Die Jungs haben auch das, ne? Die haben eine zweite Halbzeit mit ein bisschen von der ersten Halbzeit, aber vor allem die zweite Halbzeit komplett in Unterzahl gespielt. Deswegen hoch anzurechnen, die Jungs haben sich so dermaßen gefestigt, gesichert mittlerweile. So Spiele musst du einpacken, die müssen nicht schön sein, da fragt in ein paar Wochen kein Mensch drüber, wie du in Darmstadt gewonnen hast, aber die drei Punkte sind immens wichtig, immens stark, ein gutes Zeichen an uns, auch wenn die Partie natürlich nicht so geil war, spielerisch nicht so top war, aber die Jungs lassen sich hier feiern, lassen sich auch zurecht feiern, 46 Punkte, absoluter Wahnsinn, du musst da gewinnen, du musst erstmal bestehen in Darmstadt, das haben wir geschafft, absolut geil, wichtig, stark.